Ja, ich kann das Spiel nicht mehr, habe ich übrigens entschieden. Es ist ein Shooter, schießen. Einfach auf den Kopf, ne? Ja. Irgendwie sowas. Irgendwann werden wir auch schöne Schiffe haben. Ich glaube da ganz fest dran. Die halt andere immer mit ihren tollen Reitmobilen durch die Gegend düsen und coolen Schiffen. Weißt du, bei Destiny 1 hast du gleich am Anfang geiles Schiff, geiles Moped. Der Reisende. Was passiert mit ihm? Glaube, das kennen wir schon. Zavala, wir sind zurück und dann. Ja, ich. Genau, und können. Ah ja, ich erinnere mich an diesen Moment. Oh mein Gott, bin ich hässlich. Ja, wieder die IT-Maske auf. Wenn ich das wenigstens hätte, es sah echt bisher so aus wie so Boba Fett für Arme. Wirklich. Schön. Boba Low Fett oder sowas. Oder Boba mehr Fett. Oder Boba noch fetter. Nee, das sieht eher nach entfettet entrahmter Milch Hütter, aus. Es bist du geht gar noch nicht. da? Ja, ich bin noch da. Uns geht es gut, aber der Ah, Reisende. okay. Wir müssen uns Deshalb mit sind der wir hier, Vorhut um treffen. diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Dann Dann treffen wir huch. uns mit der Wir nähern Vorhut. uns dem Treffpunkt. Wollte gerade Kate sagen. ist schon da. Wir nutzen den Müssen wir jetzt Wechselteleporter, da um zum runter? Reisenden zu gelangen, wenn wir es soweit schaffen. Wo ist der Wechselteleporter? Willkommen zurück, Hüter. Freut mich, dass du dabei sein kannst. Die Hello. Notlegion hat diese Energiebarrieren aufgestellt, um uns in die Falle zu locken. Ich kann mich ins Netz einschleusen und es Na für kurze dann Zeit gehen wir außer zum Gefecht setzen. Wechselteleporter. Gib mir eine Sekunde. Eins, zwei, drei. Aua. Ich bin unten. Ich au, au. Mein Lieblingsfuß. Den Fuß mochte ich von allen am liebsten. Jetzt muss ich den anderen nehmen. Toll, ich habe eine Pistole. Das ist ja meine Lieblingswaffe. Muss man alle 3 Sekunden nachladen und sie macht auf Entfernung keinen Schaden. Oh, Muni. Ja, Muni könnte ich auch mal Oh wieder Gott, ich vertragen. habe jetzt so viel Sea of Thieves gespielt. Jetzt ist hier die Steuerung wieder ganz komisch. Denn hiermit schießt. Oh ja. Oh ja, damit kann ich schießen. Oh, Baby. Attacke! Wir haben euch den Weg freigemacht. Los! Ja, so sieht man ja, wie frei der Weg da ist. Mega freier Weg. Also. Oh, hi. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Au! Hä? Wer granatet denn da noch auf uns? Was ist da los? Was ist wo? Wo müssen wir hin? Ich weiß es auch nicht. Irgendwas hat. Wir müssen. Ah, da kommt noch mehr Geschissel erstmal. Ach so, okay. Yippie, Geschissel. Immer schön auf den Blauer Loot, blauer Loot. Immer auf den Kopf. Oh, fuck. Geh weg. Och, dem habe ich sein Leben ausgesucht. Voll krass. Ich hab mal Dicky hier an der Seite tot gemacht, ne? Jawoll, weg damit. Oh Gott, da ist noch was Rotes. Aha, ein Hetzer? Ja, hetz mich nicht so. Boah, hetz mich nicht so. Ey, was die für Begriffe haben von so einem Römern. Ich will mein Blut haben hier. Oh, das hätten wir anscheinend erledigt. Aber wo müssen wir jetzt hin? Also, okay. Ja. Ah, das ist noch so ein geehrter Zenturio. Es ist mir so egal, was für eine Ehre du irgendwo hast. Die Ehre sei dem Ori, verpiss dich. Ich kann die Barriere nicht viel länger deaktivieren. Was? Los! Oh, scheiße. Wir mussten hier durch, Nein! Oh, fuck. Ich bin durch. Sie ist geschlossen. Warte, cool. Ich deaktiviere sie wieder. Verstanden. Ja, wir sind gleich beim Treffpunkt. Okay, oh, ist das der Teleporter da, aktiv. Hetzer, so schön. Ja, passt. Ich find's auch schön mit diesem Suchen. Ah! Schnell. Ah! Dass sie das für Ah! Hat. Ah! Du
hast Spaß da drin, ich merke schon. Der kommt raus. Ich gehe, ich will auch raus. Ich komme aber nicht raus. Auch mal noch. Dann hau ich dir jetzt einfach ins Gesicht. Aua. Mein Ruf jetzt. Da ist noch was. Ach Mann. Ich bin wieder Partypiepe. Hier, nee. Boah, es wäre ja voll Töfte, wenn die dich hier mal zu mir lassen würden, ne? Ja, ne? Ich kann hier vor allem auch nicht durchfeuern. Das, und ich komme hier auch nicht wieder raus. Oh, sie ist. Sie, Isa, komm durch. Komm, schnell. Ich bin gleich tot. Oh Gott. Hallo, wir gehen einfach weiter weg. Ja, schnell weg hier. Wir sagen, dass hier hübsch ist, aber es tut so ein bisschen weh. Da unten ist alles explodiert. Ja, ich habe eine Granate reingeschmissen. Da sehe ich schon wieder so eine Option. Scheiß Pokémon-Name, ey. Weg. Oh, das war wieder ein nicer Move hier. Könnt ihr es wagen, ein nächstes Pokémon eure Existenz in Schmutz zu ziehen? Nee, ja, ist so. Anders. Ist so. So, hier rein müssen wir. Rennt immer noch Arbeitsschiff, ja, ich renne. Super bereit. Die nächste Barriere, das ist ja toll. Wir kommen schon wieder nicht weiter. Noch eine kleine Barriere. Mehr ist auch toll. Warte, ich bin dran. Was ist da los? Aua! Todesallerschaden! Eilbarriere! Ja, da kann er mal gucken, ne? Hier. Aua! Untergefallen. Ja, los, die Barriere bleibt nicht lange inaktiv. Meine Heilbarriere war nicht so geil, wie ich dachte. Warte, ich belebe dich schnell wieder. Die Barriere ist, glaube ich, gerade sogar offen. Also wir können, glaube ich, sogar weiter. Los, hier läuft die Zeit davon. Ja, ich weiß. Nein! Knapp vorbei. Ich schalte den Strom nochmal aus. Du übersteuerst gerade voll. Geh etwas weiter weg vom Mikrofon. Okay. So, schon viel besser. Ja, dann machen wir irgendwann. Ja, moin! Ich fliege hier einfach weg, die Schweine! Komm, ha! Dauert es denn, so einen Revolver nachzuladen? Ja, ein bisschen. Muni, please. So. Ich versuche die Barriere im Auge zu behalten, aber. Ja, sie sagt. Oh, fuck, ich habe keine Muni. Brauch Muni. Ah! Bitte. Oh, sie geht kaputt, Ah! Die Barriere bleibt nicht lange inaktiv. Wo bist du hin? Achso, okay. Alles gut. Dann schnell weiter. Oh Gott. Es fühlt sich schon alles so episch an hier. Bin gegen die Wand geknallt. Ich habe halt echt nicht so viel Muni irgendwie. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Gefällt mir nicht. Nee. Ey, wo springt ihr hin, ey? Scheiße Rakete, welche Rakete denn, ey? Was, ey? Kriegst du. So. Los mit dir. Ah. Wow, den hab ich aber auch. Boah, ist das. Wollte ich gar nicht den Helm wegschmissen, ist nicht so hübsch. Du bist doch irgendwie voll leise geworden auf einmal eben. Teamspeak, würdest du bitte, liebes Teamspeak, bitte. Jetzt muss ich dich gleich einmal gerade lauter machen. Kann auch einfach mal reinreden. Nee, bitte nicht. Okay. Jetzt bin ich nachher noch an deinem Kopf. Ja. Warte, lass mal kurz hier stehen bleiben, dann mache ich dich gerade lauter. Tu das. Ich kann ja einfach reden. Ich habe total spannende Dinge zu erzählen. Zum Beispiel, ich habe eine Maschinenpistole in der Hand. Ja. Da steht drauf Psu 705 oder S oder so. Ja, oder läuft. Hab dich lauter. Yeah. Keine Ahnung, ob du jetzt wieder lauter bist. Als ich. Aber hey, wann passen bei meinen Videos schon mal die Soundverhältnisse? Nie. Richtig. Ah. Ja, weil das halt auch, weil ich jedes Mal keine mit Teamspeak aufnehmen. Nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Oh, der Legionär ist weggelegionärt. Oh, was ist das da hinten? Ja? Oh. Blendgranate, nicht gut, nicht gut. Aber er ist weggezogen worden.
Alter, die mit ihrem Molotow-Cocktail, das wäre jetzt aber nicht so cool. Nö. Na, 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 na. Du aber nicht, mein Freund. Genau. Schmeck. Immer schön auf die Tanks schießen, wenn die explodieren, dann auch. Oh, oh. Ein Traum. War gerade noch einer dahinter, ist geplatzt. Oh, ich sagen, irgendwas habe ich gerade noch getötet. Ich muss jetzt nebenbei immer darauf achten, dass ich bloß die Munipacks mitnehme. Ja. Möchte bitte auch nicht out of Munition. Ich habe den Treffpunkt erreicht, glaub, aber Kate kämpft immer noch mit dem Teleporter. Was ist cool hier? Ich kann ballern oder reparieren, aber nicht beides gleichzeitig, weil die mir gerade den Arm abgeschossen haben. Oh. Kate, wir brauchen diesen Teleporter. Huch. Wir können die Position nicht mehr lange halten. Das weiß nicht so. Wir brauchen deine Hilfe, Hüter. Sie, hast gehört, sie brauchen Meier. Wir machen das sehr gut. Wir sind garantiert der Retter der Galaxis. Ja, irgendwas schießt auf mich. Eins, ja, zwei, drei. Jawoll. Ja. Sehr gut. So, bei dem einen Hetzer da kann man noch lassen. Den braucht auch keiner. Ja, Quatsch. Wir gehen da jetzt mal helfen hier. Ich mach's voll so important. Dramatisch. Mhm. Endlich mal ein paar mehr Sprungaufgaben hier. Goll muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Oh, das ist die einzige runter. Erklärung. Ich bin ja gerade kurz hier Peter, warten. Wir müssen ihn aufhalten, wenn er das Licht an sich reißt. Dann ist alles verloren. Ey, das ist jetzt nicht ernsthaft hier so ein Jumping-Puzzle, ne? Ja, doch. Aha. Ja, wir müssen das so von Plattform zu Plattform. Und nebenbei noch ein da paar Gegner so, kaputt. So Dudis hier, die so rumduden. Oh oh. Attacke! Oder so? Kommen jetzt die Gegner auch mal raus und meine Granate nicht umsonst hingeworfen hab? Nö. Ich kann nebenbei noch ein bisschen snipen. Blendgranate! Achso, der hat ein Schild, okay. Uno like the Blendgranaten. It's not cool. Voll in den Kopf. Oh. Da ist noch einer. Weg damit. Oh, Munition, Munition. So, ich komm mal zu dir rüber hier. Aber du weißt ja, ich bin nur glücklich, wenn ich snipen kann. Ja, snipen ist schön. Oh. Frag mich natürlich, ich glaube, wir kommen von hier aus nicht weiter. Warte. Und wir müssen auf diese andere Seite darüber springen. Wow, bitte mach, dass es funktioniert. Oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, nicht gut. Ich habe kein Problem, ich kann gleich wieder einsteigen, ist kein Thema. Hey. Ja, ja. Ah! Falsche Waffe. Aha, ja, große Reden schwingen gar nicht echt gut. Es ist kaputt Hallo? Gegangen. Was auch immer mich hier gerade abgeschossen hat, ist kaputt gegangen. Boah, so, sie haben so scheiß Standgewehre, ey. Ah. Schweine. Ja, meine Super ist bereit. Wenn ich die nicht wieder aus Versehen zünde, dann ist alles gut. Hm. Ey, was macht die Tasse? Na, so ungefähr. Ja. Ich glaube, wir können hier auch noch lang. Ja, es ist halt cool, dass man den Weg so ein bisschen suchen muss. Jo, los, weg, Mann, nee, oh, ja. Na, kommt dein Schild hier, ne? Und du dein komischer Panzer da hinten. Ja, jetzt hat er den anderen mitgerissen. Das war schön. Oh, nein, 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 halt die fest! Ja! Boah, ich kann das ja auf einmal. Warum, weiß ich nicht, aber ja. Man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Und das ist so hübsch hier. Guck mal, was für eine schöne Dachterrasse. Ja, das stimmt. Die machen hier alles kaputt. Die haben überhaupt keinen Sinn für Ästhetik. Boom. Also ich muss sagen, meine Messer, die sind ganz schön on point in diesem Spiel. Der Essie, dieses langsame Springen ist für mich immer noch, moin. Kannst du nicht so ganz einschätzen. Hey, hört auf zu schießen! Okay, ich habe da unten gerade alles gelesen, aber nicht schießen. Oh! Nein! Was denn? No! Peter. Den Sprung schaffen wir nicht. Nur du allein kannst es schaffen. Rette den Reisenden. Oh Gott. Okay, dann. Huch. Fertig. Ibims wow. Hier reingekommen. Wow, 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 wow. Was für ein Trip schon wieder. Plötzlich Kommandoschiff. Alter Schwede.
Falle. Oh, die mache ich so platt. Ist so. Den Domina Gaul hier. Wieder ein Stück eingeschränkt. Schön. Wer hätte denn das gedacht? Oh. Guten Morgen. Moment. Der Mittagsstart hier. Ja, ja. Puh. Gab Muni. Well, it escalated quickly. Ja, das gab gut Muni. Das haben sie gut organisiert hier, dass sie sich die kleinen Hunis da gleich hingelegt haben. Oh, die Musik rastet aus. Ich auch gleich. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade voll angespannt. Kennst du diesen kalten Angstschweiß an den Händen? Ja, meine Finger sind auch eingefroren. Ja, das sowieso. Dieser Gaul springt uns irgendwann von hinten einfach an. Das ist mein Schiff. Ich habe die Macht des Reisenden doch gekriegt und wir sind alle gebumst. So fühlt sich zumindest an. Ich mag das nicht, dass wir immer über irgendwelche Rohre rennen müssen. Wie ducke ich mich nochmal? Gleich, so. Mit Steuerung, glaube ich. Ich habe es zumindest automatisch gedrückt. Scheinbar habe ich ein Destiny-Speichergedächtnis angelegt. Da ist der Reisende. Wir sind fast da. Ja, Tool. Ja, das ist fast da, heißt auch wieder so, hey, da ist auch alles andere. Guckt mal, Supernova! Ich mag meine Super. Ich mach schon super Boom. Headshots. Headshots. Granaten. Muss nachladen. Oh, voll auf seinen Treibstofftank. Yes! Das war nice. Das war schön. Oh, Muni. Im alles Zweifelsfall nein. Entweder das Gesicht oder das, was an seinem Körper so aussieht, als könnte es explodieren. Richtig. Oh. Fahrstuhl. Oh. Oh Gott, ich war schön, dich gekannt zu haben. Ich war einfach wunderbar mit dir. Oh, fuck. Finde ich gut, dass wir direkt die gleiche Idee hatten. Oh, fuck. Holy moly. Das da vorne sieht doch irgendwie so komisch. Was kann ich? Oh Gott. Was kann ich sein? Doch, was sein? Nein, doch. Oh. Alter. Es sieht mir so verdächtig nach Endkampfplattform aus. Ja, da steht auch so ein Dude drin, glaube ich. Oh. Wie passend, dass dein Reisender dich wieder zu mir schickt. Sieh mich an, Dominus der Rotlegion, Auslöscher von Sonnen, Vernichter von tausend Wildern. Er hat keinen Helm auf. Richter von Göttern und Bezwinger des Lichts. Ich bin Gaul. Und wurde zur Legende. Tool. Den Namen musst du ändern, der geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht episch. Als wäre er so ein Gaul. Ja, mein Name ist Gaul. Der Gaul. Warum ist hier schon Kampfmusik, aber ich habe noch Ladebildschirm. Ich möchte mich verstecken. So. Ich hab seinen Kopf getroffen, das macht ihm auch guten Schaden. Ja, das macht ihm echt Schaden. Also Helm und Sicherheit hat er eigentlich nichts mit. Alter, wirft er gerade mit seinem scheiß Schwert. Hör auf damit! Man wirft dich mit Küchenmesser. Ne? Ja, sein Kopf geht echt gut. Klar, ja. Begrab doch selber. Ja, schön auf der Umme. Mach mal. Ja, kannst du machen. Ist kein Thema. Alter, wo bist du? Was ist das? Hör mit der Frosch oder was? Ich dachte, du bist Gaul. Da oben, der schwebt dann immer. Oh, fuck. Alter, ich treffe dieser komischen Super-Uzi nicht. Das ist ein Streuschuss. Streuschuss. Okay, klappt nicht. Ich nehme jetzt meine Pistole. Oh, der kommt ein bisschen zu nah. Da muss ich irgendwie hin, da ist so ein Lichtding. Lichtbubbel. Oh, da ist meine Super voll. Geil. Oh, nice, ich hab meinen. Immer auf die Lichtfelder, dann kriegen wir so super. Finde ich ja super von dem Spiel. Also, ist mein Kleinkram weg, Mann. Was macht der da? Hör auf. Nein. Ist der in diesem Bibbel da hinten? Der ist in dem Gebibbel. Oh, da drüben müssen wir wieder hin, da ist so ein Leuchti-Ding. Leuchti. Ab Leuchti. Okay, jetzt habe ich grenzenloses Licht. Was auch immer das bedeutet.
Cthulhu. Dude. Geh mal raus da jetzt. Geh raus jetzt. Er ist draußen. Habe ich nicht mit eingeplant, dass das wirklich passiert. Oh, oh, oh. Oh, da drüben ist wieder Licht. Wir müssen mal gucken, wo diese Lichtdinger sind. Das lädt unser Licht auf und dann können wir ihm voll das Licht in die Fresse knallen. Wenn doch. Ich hab ihn. Ich krieg hier immer Lichtbubbles, Mister. Links ist wieder Licht. Ja, ich seh's. Ich würde mal sagen, das haut dem aber ja schon auf die Fresse. Also, ja. Wenn ich den mal treffen würde. Wo ist er denn? Da kommt halt jetzt? Einfach auch alles wieder an. Erstmal haben wir andere Probleme, ey. Okay. Hat zu viel Kleinkram gespawnt, ey. Unfair. Ich habe keine Muni mehr. Oh Gott, da ist Muni. Okay, spawn mehr Kleinkram. Oh ja, ich habe auch keine Muni mehr. Ja, aber der Kleinkram droppt Muni, also von daher ist das gar nicht so schlimm. Mehr Kleinkram bitte. Mit dem Typen schon wieder los. Warum sind wir. Bist du. Oh, das Licht! Alles gut. Hast du einen Heilkreis eventuell? Nee, den hab ich gerade aufgebraucht. Schade. Oh, oh, aua, aua. Voll in den Arsch. Nicht irgendwas gegen hinter irgendwas ducken hilft aber auch immer ganz gut, also. Ich glaube, ich muss mal näher an den ran. Geh mal raus jetzt! Geh mal raus! Du sollst rausgehen, habe ich gesagt. Aua, aua. Raus da, aber flockig bist du. Was macht der denn da? Ey! Blaues. Ich will meinen Loot. Nein, ich will meinen Loot. Danke. Das weißt du, Muni. Okay, der Gaul ist wieder draußen. Sehr gut, da sind auch wieder die Lichtkugels. Also ich habe ein paar Mal richtig gut getroffen gerade. Das ist gut. Ich habe meine. Ja, nice. Doch. Hier, ich schieß nochmal drauf. So. Also der war jetzt irgendwie schwach. Ja, schon so ein bisschen. Not even his final form? Oh, oh. Weil wenn er von dem Licht ja beseelt worden ist, dann belebt er sich immer wieder. Wird doch auch ständig wieder belebt. Reisender! Siehst du mich jetzt? Ich bin unsterblich. Mein Gott! Du hast versagt. Ich bringe ein neues Zeitalter. Was ist das, eine hässliche Wolke? Ja, hat ja nicht so geklappt. Mm-mm. So dem puren Licht ins Auge blicken wollte ich auch nicht. Mm-mm. Gut, dass ich meine Boba Fett-Maske auf hatte. Plus 9. Ja, Mensch, wow, super. Das haben wir richtig viel. Wow, hat sich voll gelohnt, Mensch. 3 XP, ja. Boah, dass es halt so dunkel ist, liegt bestimmt an dem hellen Licht. Blind einfach, weißt du, wir sehen das einfach nicht. Ja, genau. Chemtrails. Illuminaten. Kaputt. Die leben alle noch.
Ach, Gott sei Dank. Ich werde mit dem davon ausgegangen, dass einer stirbt von denen. Die sind so cool zum Sterben. Wo ist Kate? Kate, du hast doch bestimmt einen neuen Arm gekriegt, oder? Ja. Halleluja. Ich dachte, sie wäre tot. Wir haben eine neue im Team quasi. Wir sind auch so die coolen Kids. Yay! Und jetzt kommen wir. Ja! Wenn ich doch nur schönere Klamotten hätte. Könnte schlimmer sein. Oh, wie cool! Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten. Versuchen, es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Das war also die Hauptstory von Destiny 2. Mhm. Oder vielmehr das Gefühl des Prologs. Die Story sollte einem so ein Gefühl geben, worum es jetzt geht. Ja. Dann die ganzen Raids und all die ganzen Sachen, ja. Und natürlich der DLC. Mhm. Ich würde sagen, dem widmen wir uns dann auch bald, ne? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt möchte ich erstmal wissen, was ich machen kann. Ja. Indem ich jetzt so voll krass bin. Und das Bungie Destiny Team. Ich mag das Credits ja immer, ne? Ich finde vom ganzen Design und so ist das Spiel auch echt gelungen. Ja, ich mag immer diese handgezeichneten Sachen da. Ja. Die haben sich da schon ich sehr viel bin Gaul. Mühe gegeben. Oh. Ah. Doch ein Gaul, deswegen, weißt du? Mhm. Forrest Söderlind. Es gibt Namen, die sind einfach cool. Kaylee Fritzel. Ach, schön. Der Fritzel. Hackathorn ist auch nicht schlecht. Mhm. Wer ist denn sie? Hackathorn. Was? Oh, Leute, Kevins. Ganz viele Kevins im Team. Siehst du, die Leute beschweren sich immer. Oh, ich will nicht Kevin heißen. Hallo, Game-Entwickler. Mhm. Duh. Daniel Graf Strom. Die deutschen Namen fallen halt dann auch immer so ein bisschen auf. Also so die ursprünglich aus den europäischen, germanischen Richtungen kommenden. Mhm. Und dann sowas The wie Aaron Steelman. Oh, das ist cool. The Aaron. The Aaron Steelman. Wenn man Coton heißt, ist auch nicht übel. Firth. Hm? Ja, genau. Der Nachname einfach. Firth. Sind die alle coole Nachnamen, ey. Und dann steht man da selber so und denkt sich so, ist nicht so cool. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie als Nachname in dem Spiel gelistet Charat werden. Charat Cornejo Altuzar. Ich mag aber auch die Zeichnungen echt sehr gut. Die sind so stilisiert und... Oh, die ist gerade echt cool, die da im Hintergrund war. Ja, die mit dem Kontrast gespielt und mit der Silhouette gespielt, voll gut. Also von dem Design ist das Spiel auf jeden Fall cool. Klar, Leute haben ja viel gesagt, so, ja, was man dann noch so tun kann, da fehlt so ein bisschen so dieses Zugehörigkeitsgefühl, aber es ist, glaube ich, echt schwierig. So ein Konsolen-MMORPG ist, da ist die Interaktion mit den Spielern einfach sehr begrenzt. Austin Schlichtmann. der ist ein bisschen Schlichtmann. Alter, oh, die ganzen Flachwitze, die Amerikaner mit dem gar nicht machen konnten. Ey. Mhm. Da hab ich auch gedacht, Gott sei Dank. Da heißt einer Cookie. Cookie Everman. Alles. Wie nennen wir unser Kind? Ich mag Kekse, okay, Cookie. Das ist schön. Oder der Alex Keller. Aber ich meine, ich kannte das erste Destiny ja nicht, also ich mag Destiny 2.
Ja, also mir gefällt das von der ganzen Action auch. Und das ist einfach mal durch die Gegend laufen. Ich mochte das halt einfach wie stundenlang auf Planeten aufhalten und irgendwelchen Quests und Sachen nachgehen mit anderen Spielern zusammen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, ja gut, für einen Casual-Spieler, der das nur ab und zu, ich habe das jetzt irgendwie so einmal die Woche spielen können von meinem Zeitplan her, ist das natürlich anders, als wenn du das hier jeden Tag machst. Stehst du vielleicht doch schon mal irgendwann da und denkst dir, just why? Mhm. Also, ich glaube, ich habe jetzt bis zum Schluss nicht meine letzte Fertigkeit da, also hier diesen Bogenschützen. Ja. Habe ich bis zum Ende, glaube ich, nicht gemacht. Aber hey! Der war ja, glaube ich, sowieso nicht so cool. Und ich glaube, jetzt bei Gaul hat uns auch der mit der Pistole jedenfalls hat uns besser geholfen. Ja. Ja, ich fand's auch cool, dass ich hier mit meinem Vortex quasi finishen konnte, ihm das einfach voll ins Gesicht klatschen. Mhm. War epischer, als mit meinem Schwert wild in der Luft herumzufuchteln. Mhm. Oh, dann können wir uns jetzt aber auch unseren Krams hier abholen von der, was ist das, Premium Edition? Nee, wie hieß das? Ja. Collectors Ultimate Super Krass Ultra Edition. Das mit dem coolen Zeug dazu auf jeden Fall. Hat der ein Smiley auf dem Helm? Bei vielen Sachen habe ich schon oft gedacht, so, hä, sieht aus wie ein Smiley. Stell mir vor, der sehe wirklich so aus. Wie der schwarze Quaggan. Ey, stimmt. Guck mal, das sieht Mund und Auge. Ja, ich weiß, dass das Visier ist, aber. Das sieht aus wie der schwarze Quaggan. Quaggan mag Destiny. Mhm. Barclay Buck Chantel. Oh, die Zeichnungen sind halt mega geil. Ich liebe diese Zeichnungen. Super dynamisch. Mhm. Wesentliche dargestellt. Ich finde das immer heftig, wie viele Leute man inzwischen mit einem Videospiel beschäftigen kann, ne? Ja. Wenn man überlegt, das waren früher so Filmcredits oder so. Ja, ja, es ist halt gerade so Spiele, die sehr storygewaltig sind, sind ja auch kleinere Filme geworden, ne? Das muss man ja auch sagen, so vom ganzen Aufbau her. Liebe ich ja auch, also. Zeichnungen sind echt cool. Da würde es sich mal lohnen, das Art-Design ein bisschen zu analysieren. Das kann ich vielleicht so ein bisschen in meine eigene Sketcherei mit einfließen lassen. Das sieht auch cool aus, die Zeichnung. Das sind wirklich simple Striche kombiniert. Mhm. Quality. Assurance. Gott, was sind das alles für einzelne Abteilungen, worum die sich wohl alles gekümmert haben? Mhm. Ja klar, extra Animationsstudios nochmal, extra Artstudios. Ich muss sagen, ich bin jetzt zum Schluss sehr zufrieden mit meinem Messerwerfen gewesen. Das habe ich ja das letzte Mal gespielt, im ersten Destiny-Teil. Und mit meinem Messer habe ich echt Spaß gehabt, ganz ehrlich. Auch so Leute mit dem Messer einfach mal abstechen, ist auch schön. Ja, das schon, aber das Werfen war halt so unglaublich cool. Hätte ich mir gewünscht. Da habe ich auch im PvP Spaß gehabt. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass das weniger Cooldown hat. Damit ich einfach immer Messer werfen kann. Ja, man konnte das irgendwie, glaube ich, auch noch leveln und verbessern. Wenn du jemanden damit getötet hast, war es quasi instant wieder ready. Ja. Habe ich immer gerne gemacht, die Leute dann damit abgefinished. Hm. Peter Pike. Aber jetzt der Endboss war halt echt nicht so schwer. Ja, ne? Schon ein bisschen langweilig. Also ich meine, gut, wir waren jetzt auch zu zweit, aber ich glaube, alleine wäre der auch nicht so, weil du hast ja konstant Muni gehabt und im Prinzip konntest du den Gold-Typen so lange ignorieren, bis die Felder da waren und dann hast du draufgeballert und ja. Das stimmt, also man kam da selber nicht so direkt in die Bredouille. Ich weiß nicht, also das kommt mir vielleicht vor, dadurch, dass wir auch zwischendrin so Raid-ähnliche Sachen gemacht haben oder diese Abenteuer, die man auch zu dritt machen muss. Die Endbosse bei Destiny 1 fand ich definitiv knackiger. Also da sind Benny und ich auch ab und zu mal gescheitert bei dem einen oder anderen. Okay. Und die kamen halt hier jetzt wirklich bei allem super easy durch. Da waren keine nächsten Formen, da waren keine versteckten Mechanismen und ja, aber also das war schon so ein bisschen sehr leicht oder ich bin über die Jahre einfach auch besser geworden, was Videospiele angeht, was ich durchaus vermuten würde. Also ich sag mal so, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wenn du, ich will jetzt nicht sagen, dass wir guten Aim haben, aber ich kann mir so vorstellen, wenn du das so gar nicht kannst, dass es dann durchaus schwierig ist. Ja, dann war es definitiv schwierig. Ich meine eben als er sich eben die ganze Zeit so bewegt hat, da fand ich es auch schwierig, manchmal so direkt auf seinen Kopf zu schießen oder so, aber im Zweifelsfall halt einfach auf den Körper besser als gar nichts, ne? Ja. Und dann spielt man sowas wie Star Wars Battlefield und das Aiming ist einfach unter aller Sau. So schlecht?
Kann nicht. Ich treffe da nichts. Die Leute, vor allem, ich werde auch mal getroffen, bevor ich überhaupt jemanden sehe. Ich wollte mir immer noch irgendwas zu dem Spiel angucken, aber irgendwie... Ja, auch dieser ganze Lootboxen-Kram hat das natürlich auch so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ich mir halt einfach denke so, okay, das ist diese ganzen Microtransactions, das ist ja überall und so krasse Verbesserungen gab es auch nicht. Es wurde wieder irgendwie der Brei heißer gegessen, als er gekocht wurde. Fühlte sich zumindest für mich so an. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man das dann nicht unterstützen will. Ja, völlig in Ordnung. Ich hätte es halt gerne mal gespielt, aber war mir dann auch irgendwie zu teuer. Michael Kelig, hallo! Ah! Ja, ist cool, wenn man dann in den Credits vertreten ist. Ich bin immer noch traurig, dass Ramon nicht in den Credits nach dem ersten Guild Wars Finale steht, nachdem man Zaitan getötet hat. Ja, das stimmt. Voll gemein. Was, ja, was kommt dann noch alles? Okay, ja, ist Activision International und Europe und so weiter und so fort. Alles gut unterteilt. Deswegen stand Michael da ja gerade. Activision, Special Things. Honeyball und Wuschelchor. Ja, bitte, bitteschön. Depth Free. Ja, ja, Copyright. Episches Drum-Outro. Was? Das haben die nur 3 Jahre entwickelt? Okay. Respekt. Wow, das waren Credits, Alter. Ja, aber ich glaube, da hatte ich schon mal längere. Ja, definitiv. Ich glaube, die von Life is Strange sind auch jedes Mal mega lang. Ja, aber die bedanken sich ja da auch wirklich in jeder Instanz an sämtliche Unterstützer. Wow, nochmal +9. Geil! Credits, Alter, Credits angucken war komplizierter als den Typen platt machen, na dann. Weltraum. Illuminati. Ups.